Pedro, wir zwei haben noch ein Gespräch zu führen. Aber hat das nicht Zeit, Ada? Nein, es dauert nur eine Sekunde. Gut, aber ich hasse es, Dinge von meinem besten Freund zu verheimlichen. Außerdem will ich mich nicht wieder mit Nico streiten. Ihr braucht es ja nicht zu erfahren. Los, sag's mir. Was ist? Ich will singen beim Open. Wieso lachst du jetzt? Das ist ein Geheimnis. Wo liegt das Problem? Ich weiß nicht, Nico. Dann erfährt es Nico eben. Nach allem, was letztes Jahr passiert ist. Und jetzt, wo Gary mich als Managerin vom Roller eingestellt hat, möchte ich nicht, dass er schlecht von mir denkt. Ich möchte einfach nur singen. Hey, Ada, ganz ruhig. Nico würde das nie tun. Es stimmt, dass er ein wenig sauer ist, aber das geht vorbei. Wenn du beim Open singen willst, dann mach es. Okay? Ja, du hast recht. Super. Komm jetzt. Mann, Erik antwortet auf keine meiner Nachrichten. Aber dann muss irgendwas passiert sein, denn er wirkte neulich so entschlossen. Ich sagte ja, dass er sich nicht trauen würde. Der Junge ist zu schüchtern für einen Soloauftritt beim Open. Hör zu, er ist ganz bestimmt schon auf dem Weg. Naja, vielleicht hat er es sich doch anders überlegt. Leute, ihr ahnt nicht, was ich gerade gehört habe. Was, kommt Erik nicht? Hä? Nein, Pedro betrügt mich mit Ada. Echt? Ja. Nein, ihr zwei, warte mal, das ist doch nicht möglich, oder? Ja, das ist absolut unmöglich. Sowas würde Pedro niemals tun. Er ist ein sehr treuer Mensch. Mädels, hört zu. Zu wem haltet ihr? Zu mir oder zu Pedro? Na, zu dir, Delphi, ganz klar. Alle geben sich aufrichtig, bis sich das Gegenteil rausstellt. Und die, die brav wirken, sind oft die Schlimmsten. Kann sein, aber, also, woher weißt du das denn? Weil ich sie gerade zusammen gesehen habe. Außerdem kam sie direkt aus dem Roller. Aber Delphi, das ist doch nicht ungewöhnlich. Sie arbeiten dort. Ja, aber wisst ihr, was sie ihm gesagt hat? Ada sagte ihm, dass Nico nichts davon erfahren dürfe. Ja, aber was denn nicht? Von ihrer Beziehung. Das ist doch offensichtlich, Mädels. Ich kann nicht glauben, dass er mir das antut. Also für mich ergibt hier eins und eins eindeutig drei. Was? War es nicht Eva, die Pedro gefallen hat? Ist doch egal, die sind gleich. Nein, sie sind zwar Zwillinge, aber es sind zwei verschiedene Personen mit verschiedenen Persönlichkeiten. Nein, Mädels, auch wenn es unmöglich erscheint, aber hier bin ich Delphis Meinung. Du hast echt ein Problem. Nico, willst du einen Keks und was zu trinken? Ja, sehr gern.